So Leute, da bin ich wieder. Hat lange gedauert. Ich hatte in letzter Zeit sehr viel um die Ohren und ja, wir setzen unser Let's Play Fable jetzt hier einfach mal fort. Wir waren ja fertig mit unserem Schwertraining gegen unsere Zimmernachbarin Whisper. Und wir werden jetzt dann weitermachen mit dem Bogentraining. Seid ihr bereit für das Bogentraining? Ja, bin ich. Setzen wir unser Training mit dem Bogen fort. Eibenholz-Langbogen. Versucht zunächst, die drei feststehenden Ziele zu treffen. Gebt euch Mühe dabei. Je weiter ihr die Bogensehne spannt, desto mehr Schaden richtet ihr an. Achtet darauf, dass ihr den Kreis nicht verlasst. Drückt E, um den Bogen zu ziehen. Ihr könnt bei euren Schüssen mit der Maus zielen oder ein Ziel fixieren, indem ihr die Leertaste drückt. Drückt und haltet linke Maustaste gedrückt, um den Pfeil zurückzuziehen. Lasst los, um zu schießen. Ich glaube, ich habe schon wieder vergessen, zuerst müsst ihr den Bogen leiser zu machen, meine Stimme lauter zu machen. Tut mir leid, muss ich wieder am nächsten Take machen. So, wir sollen jetzt Bogen schießen. Also, den Bogen erstmal. Zuerst müsst ihr den Bogen bereit machen. Ja, und wie mache ich den Bogen jetzt bereit? Ach, mit E, okay. Und dann? Fixiert jetzt das Ziel. Okay, nein. Moment, ich hab's gleich, Jungs, ich hab's gleich. Ah, okay. Fixiert jetzt das Ziel. Und Feuer. Nächster. Fixiert jetzt das Ziel. Feuer. Schön den Bogen spannen. Kommt ihr beim Heller. Headshot. Gut gemacht. Ihr habt alle Ziele getroffen. Leider halten die meisten Feinde nicht still. Daher sollten wir mal sehen, wie gut ihr bei beweglichen Zielen seid. Ihr habt eine Minute, um so viele Punkte wie möglich zu erzielen. Das vordere Ziel ist einen Punkt wert. Das mittlere 3 Punkte und das ganz hinten bringt 9 Punkte ein. Und denkt daran, je weiter ihr die Bogensehne spannt, desto mehr Schaden richtet der Schuss an. Größerer Schaden bedeutet mehr Punkte, aber ihr müsst Kraft, Feuerrate und Zielgenauigkeit ausbalancieren. Sehen wir mal, wie gut ihr seid. Drückt rechte Maustaste, um zur direkten Perspektive zu wechseln, während ihr einen Pfeil benutzt. Zoomen könnt ihr mit dem Mausrad oder durch Drücken von Akut und scharfem S. Drückt einfach erneut rechte Maustaste, um wieder zur Normalansicht zurückzukehren. Ich rede jetzt mal ein bisschen lauter, Jungs, damit ihr mich da draußen auch besser versteht. Nein, Spaß. Drückt und haltet wie zuvor ein paar Sekunden linke Maustaste gedrückt, um den Pfeil zurückzuziehen. Versucht nun die Ziele anzuvisieren, indem ihr die Ansicht vergrößert. Los doch, Jungchen, raus mit dem Bogen! Warum wird uns das vorher nicht erklärt? So. Ziel. Dabei und jetzt können wir zoomen. So. Versuchen wir mal hinterher. Nein! Das haben wir nicht hingekriegt. Egal, ich muss mich beeilen. So, komm. Erster Treffer. Dich treffe ich auch noch. Jetzt. Zweiter Treffer. Und den treffe ich auch. Erstmal nicht hier vorne. Und jetzt den da hinten. Ha, bin ich gut. Komm, komm. Zweite Person. Los. Und Treffer. 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 Boah, ich werde immer besser. Mist, das war in dem Berg. Treffer. Treffer. Boah, der war knapp. Moment, Moment, Moment. Nein. Ja. Feuer. Komm, bitte, bitte, komm, Schrotpuppe. Jede Menge Kraft. Wunderbar. Komm, beeil dich, Puppe, Puppe. Und Feuer. Nein. Hoffentlich habe ich getroffen. Nein, ich großartig. Komm jetzt aber. Oh Mist. Nicht übel, aber feuert stärkere Schüsse ab. Nein, möchte ich nicht. Als nächstes lernen wir die Willenskraft kennen. Sprecht mit mir, wenn ihr euer Training fortsetzen möchtet. Ich bin auf der Insel bei den Wasserfällen. Du bist auf der Insel mit den Wasserfällen. Die ist da hinten. Beim komischen Monster, Dämonentor.
Jetzt haben wir einen Bogen und ein Schwert. Da liegt ein Pfeil. Den nehmen wir mit. Damit können wir. Möchten irgendwelche der Gildenmeister. Was willst du? Komm, sprich dich aus. Es ist der letzte Tag. Daher zählt dieser Nahkampf gegen Whisper. Benotet werden? Sollen wir das tun? Nein, möchte ich echt nicht. Also dann, Whisper und ihr geht in den Ring. Dieselben Regeln wie zuvor. Ich habe einen besonderen... Okay, eigentlich wollte ich das nicht, aber anscheinend willst du das. Whisper, komm doch. Ich schieß dich jetzt ab. Ich laufe jetzt weg. Er kann nicht. Okay, ich nehme jetzt den Stock hier raus. Jetzt kriegst du so einen Schuss in die Fresse. Ihr könnt den Bogen im Nahkampf nicht... Möchten irgendwelche Lehrlinge den Nahkampf üben? Guck mal, Sie droht mir hier draußen noch. Ne, wir gehen jetzt zu den Wasserfällen. Zu den Wasserfällen. Bleibt nur noch Willenskraft. Jetzt lernt ihr etwas über die Willenskraft. Wir beginnen damit, diese Strohattrappen mit Blitzen anzugreifen. Gut, mal sehen, wie gut ihr das beherrscht. Drückt und haltet die Umschalttaste links gedrückt, um auf eure Willenskraft zuzugreifen. Verfügbare Kräfte werden unten rechts am Bildschirm angezeigt. Auf diese Weise kann mit Hilfe der linken Maustaste und der rechten Maustaste auf zwei Kräfte zugegriffen werden. Um eure Blitzkraft zu verwenden, drückt und haltet die Umschalttaste links gedrückt und drückt dann die linke Maustaste. Warte, Umschalttaste. Ah, okay, die linke ist das. Also mal gedrückt. Nein, nein, nein. Verwendet Blitz. Wenn ihr Probleme habt, kommt wieder zu mir. Ich verwende doch Blitz. Gut. Gut. Genau. Mal sehen, wie viele ihr in einer halben Minute trefft. Greift nur Attrappen an, die mit dem Gesicht zur Mitte der Insel stehen. Trefft ihr sie in den Rücken, bekommt ihr keine Punkte und verschwendet nur kostbares Mana. Der Einsatz eurer Willenskraft verbraucht Mana und es dauert, bis es wieder aufgefüllt ist. Um Ziele zu wechseln, drückt und haltet Leertaste und bewegt die Kamera anschließend zum neuen Ziel. Lasst Leertaste los, um das neue Ziel anzufixieren. Ja, ich habe ein Problem, wenn ich Umschalttaste gedrückt halte und dabei Maus drücke, dann bleibt das Spiel irgendwie kurz hängen. Und geht dann weiter. Ich habe Angst, dass ich nachher rausfliege und das nicht mehr recordet. Vielleicht tut es ja jetzt auch schon nicht mehr, das ist alles umsonst. Hab schon bessere Willenskraft gesehen. Ja, ich weiß, hast du auch. Nein, nicht sehr gut, Junge. Ihr habt die drei Heldendisziplinen gelernt. Wenn ihr bereit seid, können wir jetzt zu eurem letzten Test kommen. Oder aber ihr erkundet die Gilde noch etwas mehr. Ich glaube, Whisper geht gerade in den Gildenwald, falls ihr sie begleiten wollt. Ich will erst mit Whisper spielen. Na gut. Ich bin im Kartenraum, wenn ihr bereit seid, weiterzumachen. Das ist ja schön, dass du dann da bist. Weil ich muss euch... Ich muss leider jetzt gleich Schluss machen, weil die 10 Minuten gehen schon wieder um. Aber ich hoffe euch, es hat... Also, dieser Part hat euch wieder gefallen.
Und dass ich wieder mal einen gemacht habe, weil es sehr lange her seit irgendwelche letzten, Lehrlinge den Nahkampf ich zweimal üben? Versprochen und nicht gehalten. Und ja, beim nächsten spielen wir dann weiter und setzen unsere finale Prüfung fort. Und denke ich mal, werden dann auch Lehrlinge im Bogenschießen benotet werden? Voranschreiten mit unserem Charakter. Ja, eine sehr schöne um die Charaktersicht. Und wir sehen uns dann im nächsten Teil. Möchten irgendwelche Lehrlinge den Nahkampf?